Guten Morgen, wir haben heute Donnerstag. Ja, wir haben euch gestern mitgenommen zur Feuershow, meine Geschenkenshow. Dann habt ihr ganzes Essen gesehen. Ich habe euch ja zwischendurch mal mitgenommen. Es war gestern ein nationaler Feiertag in Tunesien. Wir haben das auch prima geschmückt, überall auch prima hinbekommen. Ich muss aber dazu sagen, bei der Vorshow dachte ich halt, da kommen irgendwelche extra Leute, die damit auskennen, sag ich jetzt mal. Aber das haben tatsächlich die ganzen Animateure gemacht, die eigentlich jeden Tag hier sind, auch Kinder beschäftigen, bespaßen uns hier auch welche Spiele und sowas. Aber dass sie auch so eine Vorshow noch abgezogen haben, also es war echt geflasht und mega, mega geil. Und ja, wir sind jetzt auch schon wieder wach. Wir haben 8 Uhr, ja. Also das heißt, in Deutschland ist 9 Uhr jetzt. Wir wollen heute so einen extra Wasserpark gehen, da wo viel, viele Rutschen dabei sind. Das in Soest, da wo wir gestern schon waren. Ich bin mal gespannt, was das für einer wird, weil wir sind ja gestern einem vorbeigefahren. Ich denke mal, es wird auch, glaube ich, der sein. Ich weiß es nicht. Und da werde ich euch natürlich auch wieder mitnehmen. Muss sagen, es ist privat. Privat fahren wir dahin mit unserem Chauffeur. Der hat einen Mietwagen besorgt, also der fährt auch uns hin, holt uns auch wieder ab. Und Eintritt müssen wir selber bezahlen, Essen müssen wir selber bezahlen. Es kostet aber wirklich hier nicht viel, muss ich sagen. Getränk kostet 1 Euro, wir haben Medikamente, haben wir damals Ein 5 im Euro Jahr. bezahlt. Was? Ein im Jahr. Natürlich, wie gesagt, ich nehme euch mit und dann bis später. Die Pommes hat 3 Dinar gekostet, das ist umgerechnet 1 Euro noch was. 1 Euro, 1 Euro. Genau, 1 Euro. Die Cola genauso, 1 Euro. Pizza Margarina hat 8 Dinar gekostet, ist umgerechnet 2 Euro noch was. 2 Euro. Also viel, viel günstiger. Und wir lassen uns jetzt schmecken.
Guten Morgen. Ich habe euch schon mitgenommen zum Meer. Wir haben heute den letzten Tag, den wir offiziell genießen werden. Wir waren schon um 7 am Meer. Es war richtig, richtig kalt. Und jetzt gehen wir zum Frühstück. Wir haben 7:30. Halb bis 6. Und ja, ihr seht die Sonne. Ich denke mal, die geht um 6 Uhr auf. Aber ich weiß ja nicht, ob die offen haben. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Frühstück und wir melden uns später. Okay.
der Scheiße noch mehr unter dein Bett, wissen wir ja nicht. Da ist ein böses Vieh. Da kommt jemand vorbei. Ich muss nur anziehen oder so. Es wurde beseitigt, nach 10 Minuten ungefähr. Also in Tunesien ist, sag ich jetzt mal, Pünktlichkeit irgendwie, keine Ahnung. Es war kein, was hat man vorher gesagt? Katalak, sondern es war ein Käfer, ein großes, dickes Käfer, der ist abgehauen und den Koffer gekrabbelt. Ja, wollt ihr mit? Nach Deutschland? Ja. Aber das ist schon echt heftig, muss ich sagen. Wir werden jetzt weiterpacken. Ist ja nur der letzte Koffer und dann gehen wir schlafen. Wir haben nicht mehr viel Schlaf und dann schlafen sogar wir melden uns dann morgen früh nochmal, bevor wir losmachen. Und dann laufen wir Tage mal, nehme ich euch mal zwischendurch mal mit. Und ja, dann gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, wir gehen gleich frühstücken. Ich wollte euch nur die Zimmer zeigen, ja, beim Abreisetag. Ja, ich habe das irgendwie vollkommen vergessen. Dann werde ich euch mal das ganze Zimmer zeigen. Das ist unsere Nummer. Das ist die Tür. Wir hatten extrem Probleme gehabt, teilweise die Tür aufzukriegen. Wahrscheinlich ein neuer Schloss, ich weiß es nicht, was das war. Hier ist die Toilette. Dann machen wir es zu hier. Hier ist die Toilette. Ja, ich habe nach 8 Tagen erstmal überlegt, was das eigentlich sein könnte. Aber das ist jetzt nochmal, weil überall keine Klobürsten gibt, ist da so eine Ersatzklobürste, ja. Hier ist die Minibar. Aber die war leer, wo wir angereist sind. Jetzt sind 2 Flaschen drin. So sieht die aus. Da ist ein extra Spiegel. Machen wir wieder aus. Da sind die ganzen Koffer. Da ist die Lena. Das ist ein Schrank. Hier sind Schränke mit Safe. Und da oben liegt noch was. Habe ich doch gesehen. Hier hatten wir unsere Koffer immer drauf stehen gehabt, fand ich praktisch eigentlich. Dann hier der nächste Schrank. Den hatte ich mit Lena zusammengeteilt. Jetzt kommt unser Bad dran. Ja, der ist schon in Benutzung gewesen. Große Badewanne, die wir haben ja nicht genutzt, sondern nur zum Duschen. Da hinten ist noch ganz extra Zeug, Shampoos und sowas haben wir auch nicht genutzt. Hier ist auch so eine Art Seitenspender, aber der ist hier leer. Hier ist extra ein Verbotszeichen, vom Wasserhahn zu trinken. Ja, da seht ihr mich jetzt. Das ist der große Waschbecken. Ja, es ist dreckig. Das ist dreckig. Das war unsere Trinkwasser, sage ich jetzt mal. Hier, das hatten wir aus Deutschland mitgenommen. Die Zahnbürsten, die lassen wir hier. Das habe ich euch in einem Video schon erwähnt, dass wir die nicht mehr mitnehmen werden. Hier ist ein ganzes Handtücher, da ist der Eimer. Jetzt gehen wir mal im Schlafbereich. Ja, so sieht das Ganze aus. Ein langer, langer Tisch. Halt im Glas.
Und ja, die hat auch nicht richtig sauber gemacht. Die war eigentlich unordentlich, sag ich mal. Ein großer Spiegelfernseher. Den hatten wir eigentlich manchmal angehabt, wo wir hier dann nach dem Baden hochkamen, bevor wir Abendbrot gemacht haben, haben wir noch ein bisschen abgeschillt, sag ich jetzt mal. Das war Lena-Bett. Ja, diesmal war es leer, weil die bei uns mitgeschlafen hat. Durch die Käferattacke gestern. Das war unser Bett. Ihr seht ja, es war keine richtigen Bettlagen, Bettwäsche, sondern Bettlagen. Dünne Bettlagen. Und das war ein bisschen blöd, fand ich. Auch mein ein Kopfkissen jeweils. Das ist ein bisschen wenig, sag ich jetzt mal. Ihr habt ja auch hinten die Decken gesehen im Schrank, aber die ist eigentlich viel zu dick, sag ich jetzt mal. Die hätten wir auch nicht nehmen können. Dann zeige ich euch mal den schönen Balkon. Also das hatte ich aber schon zwischendurch mal schon gesehen gehabt. Und wie gesagt, es ist momentan gerade ein Sonnenaufgang, aber den kann ich so schlecht erzählen, weil es irgendwie die ganzen Häuser im Weg sind. So sieht er jeden Morgen aus, leer, schön. Und die Sonne geht auf, das Meer da hinten. Da drüben ist Lobbybar drin, Frühstück, Shisha-Bar. Da hinten ist Wellness-Bar. Das haben wir nicht benutzt, weil da drinnen einfach zu warm war. Ja, das ist, was ich euch zeigen wollte. Hier hatten wir unsere teilweise Handtücher draußen gehabt. Und hier. Und ja. Das war es jetzt erstmal die Roomtour. Wir gehen jetzt zum Frühstück. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Und wir melden uns dann einfach zwischendurch wieder bei euch. So, wir sind am Flughafen, haben Cola geholt, wir hatten noch eine und dann noch hier Kinderriegel, haben wir 9 Euro bezahlt, ja, ein bisschen teuer. Jetzt warten wir noch eine Stunde und dann ist Boarding, einchecken. Muss man hinlaufen. Das sind die Anzeigetafel.
So, wir sind jetzt am Fernbahnhof, am Flughafen. Oh, das war jetzt ein Heckmeck, Alter. Das war echt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Frankfurt-Flughafen so groß ist. Und jetzt kommt der Zug in 10 Minuten. Ich habe jetzt noch was zu trinken geholt. Und natürlich hat auch hier schon geregnet. Mal gucken, wie es in Leipzig ist. Und wir melden uns später. Was trinken? So, wir sind jetzt mittlerweile zu Hause. Ja, ich bin gerade beim Koffer auspacken und die Wäsche läuft auch im Hintergrund schon. Und ja, da ist der Max. Der freut sich riesig, dass wir wieder da sind. Und natürlich denkt er, dass wir wieder gehen. Und ich einfach reingelegt. Max! Ja, ich finde sowas von süß. Die Jule ist noch in der Küche. Die hat ein bisschen vorhin rumgemeckert, weil wir wieder umgeräumt haben. Die muss ich auch mal wieder dran gewöhnen. Und ich weiß nicht, der Max ist auf der Jagd irgendwie. Geht er weg. Ja, seine 5 Minuten und ja. Die Lena ist auch schon im Bett und wir melden uns dann morgen zu der Verabschiedung. Gute Nacht. Ein kleines Fazit. Guten Morgen, ja. Hinten ist der Chaos ausgebrochen. Das ist tatsächlich schon die Wäsche, die ich eigentlich schon fast fertig gewaschen habe. Ich habe noch eine Wäsche drin und zweimal muss ich neu, also 3 Durchgänge muss ich noch insgesamt machen. Aber das mache ich dann in der Woche, weil hauptsächlich habe ich auch meine Wäsche hier liegen, was so gebraucht wird. Ja, ich habe Creme. Ich habe Herbert bekommen. Mal wieder. Ich denke mal auch durch Nase schnupfen, dann habe ich mich geekelt und naja. Ist halt ein bisschen ärgerlich, warum ist meine Kamera so ein bisschen dreckig? Ja, besser. Ja, meine Haare habe ich ein bisschen hochgesteckt. Man sieht, es ist eine andere Farbe daraus geworden. Ich kann da mal ein richtiges Foto einblenden. Ich wollte hier eigentlich demnächst färben, aber ich werde das mal so lassen, weil momentan eh richtig, richtig warm ist und es wäre schade. Da ich eh jeden Tag Haare waschen muss, durch die Wärme halt einfach. Da kann man nicht mit trockenem Shampoo machen. Und ja, ich bin jetzt zum Abschluss jetzt hier gelandet mit dem Video. Also vom Hotel her war es auch sauber. Der Strand war mega schön. Und aber halt, was uns gestört hat, war die Gegend, sage ich jetzt mal. Das war dreckig, hat gestunken. Und ja, das war eigentlich jetzt nicht unser Fall, was jetzt wirklich von Hocker gehauen hat, sage ich jetzt mal. Und also nochmal Tunesien würde ich jetzt nicht nochmal fahren wollen. Weil auch die komplette Anlage, die war auch viel, viel kleiner als im Hurghada. Und haben auch theoretisch auch mehr bezahlt als im Hurghada. Deswegen fand ich jetzt auch wirklich schade. Vom Essen her ging eigentlich. Man musste halt auch gewürzen und das ist ja natürlich überall so, denke ich mal. Aber es gab halt fast immer das Gleiche jeden Tag. Da gab auch nicht großartig großes Fest, sag ich jetzt mal. So wie im Hurghada, wo draußen mitgegrillt wird oder so. So schönes Dekoration, sag ich jetzt mal. Das eine Mal, was ich jetzt nur die Woche mit aufgenommen habe, das war halt da, wo Feiertag war in Tunesien. Da habe ich jetzt auch schön mit aufgenommen, auch hier die Vorschau und so. Das war das Einzige, was uns wirklich gut richtig gefallen hat. Und Reinigung, Zimmerservice, am Anfang war es ganz okay, aber am Ende hat sie ein bisschen nachgelassen. Deswegen haben wir auch kein Trinkgeld mehr hingelegt, weil warum soll ich Trinkgeld hingeben, wenn ich jetzt selber nicht zufrieden war. Und ja, ich kann euch trotzdem mal den Verlink unten verlinken, wer dahin möchte. Hinfliegen möchte, sage ich jetzt mal, hingehen möchte, sage ich jetzt mal, der auch wirklich ruhig haben möchte, weil das ist wirklich eine ruhige, sage ich jetzt mal, sehr, sehr ruhig, sage ich jetzt mal, aber für uns war das einfach zu ruhig, sage ich jetzt mal. Ich werde euch trotzdem unten mal verlinken, wer da gerne hingehen möchte, aber
Ich kann euch nur sagen, weil wir von unserer Seite her aus ist. Und ja, nächstes Jahr fliegen wir woanders. Das werden wir euch noch nicht sagen, weil das alles noch in Planung ist. Ja, eigentlich total Quatsch. Man kommt auch in den Urlaub raus und plant schon für nächstes Jahr. Aber das ist halt bei uns so. Und ich würde sagen, ja, es ist überall Chaos. Es tut mir leid, Leute, aber wir sind erst einen Tag, nicht mal einen Tag hier. Heute ist Sonntag. Da kann ich eh nicht richtig viel machen. Ich werde nachher noch ein bisschen aufräumen. Und in der Woche nach und nach komplett umräumen, sauber machen. Und weil wir nämlich jetzt das Auto waschen müssen und tanken, der ist nämlich auf Reserve. Weil wir letztes Mal haben wir getankt, bevor wir nach Düsseldorf gefahren sind. Ja, seitdem habe ich nicht mehr getankt, also wir. Und morgen muss ich ein paar Stunden arbeiten, dann bringe ich die Lena nach Arnstadt mit dem Auto. Das wird ein neuer Vlog werden morgen. Deswegen wollte ich erstmal hier das Ganze verabschieden. Und ja, ich hoffe, es ist auch was geworden aus dem ganzen Vlog. Ich habe nur insgesamt 5 Stunden gefilmt, sage ich jetzt mal, weil ich wusste halt nicht, was ich jetzt euch filmen sollte, weil uns irgendwie nicht so richtig umgehauen hat das Ganze. Aber ich werde euch trotzdem alles zeigen. Und ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns dann zum nächsten Video.